Jo, moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Übersichtsvideo der Rhein-Ruhr-Karte. Es hat sich ja zum letzten Video ein bisschen was getan. Das letzte Video ist ja schon etwas länger her. Ich möchte mich dafür ganz herzlich entschuldigen. Ich hoffe, es kommt nicht mehr vor. Ich versuch's auf jeden Fall und wenn es vorkommt, dann bitte verzeiht's mir. Dann ist irgendwas Privates gerade dabei. Wir sind auch gerade, ja, kann man schon sagen, mittendrin schon fast in der Umzugsstimmung. Sind aber gerade noch auf der Suche. Also, das dauert noch ein wenig, aber wir hoffen, dass wir natürlich zeitnah etwas finden. Das ist mal so das Update. Und wir sehen hier die nordöstliche Ausfahrt des Duisburger Hauptbahnhofs. Die wurde zumindest hintenrum Richtung Essen nochmal ein wenig umgebaut. Ich habe diese gerade Strecke etwas länger gezogen, denn ich habe mich dazu entschlossen, wie man hier oben schon sieht, Oberhausen West neu zu bauen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, so wie es aussieht. Aktuell, so wie es aussieht, ja, ist es für mich akzeptabel. Es ist nicht ganz detailgetreu, aber es ist auf jeden Fall so, dass man es erkennt. Ja. Der einzige Grund, wieso ich das eigentlich alles neu gebaut habe, und zwar, weil mir diese Brücke hier, die über diese Hauptstrecke ging, nicht gefiel. Ja, die ging früher einmal komplett steil nach oben, also die hat einen richtigen Bauch gemacht und das sah richtig bescheuert aus. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das irgendwie umzubauen, dass diese Brücke hier so niedrig wie möglich ist. Also niedriger geht die Brücke einfach jetzt nicht mehr. Ich habe alles versucht. Ja, wir so einen Streifen hier an der Oberleitung und so einen Streifen auf der Seite hier an der Oberleitung. Niedriger geht leider nicht. Ja, normalerweise ist diese Strecke komplett ebenerdig, aber ich habe das Beste draus gemacht. Und weil ich mich dazu entschlossen habe, komplett hier diese vierspurige Gütertrasse ab diesem Abzweig hier neu zu bauen, habe ich dann natürlich gesagt, okay, ich muss diese Ausfahrgleise auch neu bauen. Also das wurde alles komplett neu umgebaut und ich hoffe, man erkennt es natürlich wieder. So, dann haben wir hier oben, ich habe schon eine Güterlinie drauf, einfach mal um zu testen. Hier kommen gerade Doppeltraktion 140er der DB Cargo mit ein paar Kohle. Oh, da ist ein Erz. Okay, das muss ich noch umändern. Ja, mit ein paar Kohlewägen. Und ja, die Strecke ist sehr nett, weil die Güterzüge fahren im Ruhrgebiet ja ziemlich langsam durch. Aber das heißt ja nichts. So, dann gehen wir hier auf der Güterstrecke mal Richtung Oberhausen und da sehen wir schon, okay, die Einfahrgleise. Ja, die sind schon mehr nach dem Original gebaut. Was natürlich hier fehlt, ist einerseits, es gibt hier noch eine Einfahrgruppe, weil Oberhausen West war früher ein Ablaufberg. Falls jemand nicht weiß, was ein Ablaufberg ist, einfach mal Google anschmeißen. Ja, das ist eigentlich die Hauptgruppe, heißt es, glaube ich. Und die hätten eigentlich noch in beide Richtungen noch Fahrtgleise oder Fahrtrichtungen oder Fahrtgleise heißt es, keine Ahnung, wie das heißt, oder Richtungsgleise, halt Richtungsgleise, jetzt habe ich's. Und die sind auch alle nochmal 400 Meter lang und das passt bei mir einfach nicht hin, weil diese Kartenzerrung einfach zu groß ist. Aber das wurde zum Teil offline gebaut und gestern wurde ab hier im Livestream gebaut. Wer da dabei war, der kennt es natürlich. Wir haben hier den Anschluss an den Ruhrort Hafen. Den Hafen habe ich mich entschlossen, baue ich tendenziell mal nicht nach, weil ja, wo soll ich denn hier Wasser hinbauen? Ich habe einfach keinen Platz. So, nicht wundern, hier oben, das ist alles noch alte Strecke. Das wird alles noch komplett neu gebaut. Bis hier ist schon mal neu, ja, aber wie gesagt, dann da, wo die Holzschwellen anfangen, das kommt noch alles neu. Genauso wie die Straßen, die muss ich auch nochmal alle komplett neu ziehen. Aber das wird dann im Laufe der nächsten Tagen passieren. So, dann ganz interessant ist diese Ausfahrt hier. Richtung, ja, was ist denn das? Richtung Essen und Gelsenkirchen und Bottrop. Diese Richtung, da
sah es davor auch ziemlich, ziemlich wild aus. Und es ist nicht ganz nach dem Original, weil dieses Gleis, wenn mich nicht alles täuscht, geht normalerweise. Doch, das geht auch oben drüber, aber ich glaube, irgendwas war hier falsch. Also irgendeine Überwerfung ist hier falsch. Das heißt, wo eigentlich das eine Gleis oben und das andere Gleis unten ist. Ja, gut. Was will man machen? Aber ich habe natürlich mein Bestes versucht, das alles nachzubauen. Und wir haben hier in Oberhausen die Möglichkeit, Güterzüge über 500 Meter unterzubringen. Das war natürlich auch eines meiner Hauptziele. Hier sehen wir gerade den Gegenzug. Ja, da fährt eine 187er von dran. Aktuell eine meiner Lieblingsbaureihen. Ja, mit einem Containerzug. Und der ist etwa 400 Meter, 440 sogar. Und da hatte ich halt vorher das Problem, dass ich im Grunde nur Wanne Eickel hatte, wo ein solch langer Güterzug reinpasst. Und dann dachte ich mir so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Also habe ich Oberhausen komplett umgebaut. Gut, was ich hier noch sehe, warum das jetzt so ist, ist eine gute Frage. So, ändern wir das mal schnell. Ja, jedes Gleis ist natürlich befahrbar. Es sieht jetzt noch alles ziemlich leer aus. Es werden einige Linien hier natürlich starten oder auch durchfahren. Es werden aber höchstwahrscheinlich auch so gut wie alle Gleise besetzt sein. Das heißt, entweder mit abgestellten Waggons oder mit irgendwelchen Rangierfahrten. Also wenn man da mal so ein bisschen YouTube durchschaut, da findet man einiges, wo zum Beispiel zwischen Oberhausen West und hier dem Ruhrort Hafen hin und her rangiert wird. Das wird natürlich alles realisiert werden. Keine Angst. Ja, dann wurde hier oben noch ein bisschen an Wanne Eickel rumgebaut. Nicht wundern, das ist noch diese ekelhafte alte Textur. Das wird natürlich noch umgeändert. Der Flixtrain fährt natürlich auch schon. Dankeschön an Con. Und zwar wurde hier einfach ein bisschen die Streckenführung geändert. Es wurden die Bahnhöfe neu gebaut. Weichen wurden neu gebaut. Hier ist noch eine Industrieanbindung, die noch rankommt. Allgemein wurde die ganze Strecke in das aktuelle Format in Anführungsstrichen gesetzt, das heißt Bahnhöfe als Asset mit Personenspitzkehren drin und des Weiteren. Hier oben haben wir dann noch Recklinghausen, das ist einer der Haupthalte, und natürlich am Ende unsere Wendeschleife, wo die Züge wenden. Auch Gelsenkirchen wurde etwas umgebaut, das war davor ein kompletter Bahnhof. Und ich habe auf Google gesehen, ja, einen Moment, der Bahnsteig hat am Enden, hat spitze Enden, also natürlich umbauen, ihr kennt mich. Wir haben hier einen von mir umgebauten ADV drin, ohne Gebäude, das heißt, es ist geblieben, da kann ich kleinere Züge halten lassen. Hier haben wir noch einen kleineren ADV drin und alles andere ist dann mit Asset-Bahnsteigen gemacht. Hier fährt schon der nächste Zug entlang. Ah, das ist der Containerzug, wo wir vorhin gesehen haben. Sehr schön. Was auch noch dazu kam im vorletzten Livestream, das war ein Wunsch vom lieben Yoshi. Herzlichen Dank, dass du mich dazu überredet hast, weil sonst hätte sich das noch ewig gezogen. Und zwar ist die Angertalbahn eine kleine Güterverbindung zwischen dem Güterbahnhof Duisburg-Wedau. Geht dann hier unter den S-Bahn-Gleisen durch. Und steigt dann hier hinten dem Gebirge hoch bis zu dem Kalkwerk in Wülfrath. So sehen mal die Gleise in Wülfrath aus. Also das ist schon eine ziemlich große Anlage. Hier hinten ist dann das Beladungszentrum, nenne ich es jetzt mal. Da muss ich mir noch austüfteln, wie ich das Ganze mache. Denn da wird auf 6 Gleisen kann da beladen werden. Und vor allem muss ich noch schauen, wie ich das mache, wie ich die Gleise hier enden lasse. Denn wenn man jetzt mal von hier unten schaut, das ist schon ein massives Gebirge, was jetzt da oben ist. Vor allem, wie man das dann später ausdekoriert und alles, das steht alles noch ein wenig in den Sternen.
Aber da wird mir auf jeden Fall was Gutes einfallen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß, es ist ein bisschen fehl am Platz. Normalerweise gehört dieses Kalkwerk hier hin. Aber ich bin nach den Kurven gegangen und da kam halt einfach so die Strecke bei raus, dass das Kalkwerk halt erst hier anfängt. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd von mir. Ja, aber wir werden da später auf jeden Fall ein, wenn nicht sogar zwei Linien drüber schicken. Ja, die ganze Strecke ist hier mit 50, geht alles schön durch den Wald und am Gebirge entlang. Teilweise fahren hier Ludmillas rum, da fahren aber auch die Void Gravita oder auch die Class 77, die gibt's aber leider noch nicht in Transport Fever. Deshalb wird sich's höchstwahrscheinlich auf eine Gravita und auf die Ludmillas beschränken. Ja, eine lang ersehnte Baustelle habe ich dann auch endlich mal, das war aber alles privat, dann mal weitergemacht. Und zwar die Stadt-S-Bahn von Dortmund, die S4 mit allen Haltestellen und natürlich der Wendeschleife. Am Ende, da ist überhaupt noch nichts ausdekoriert, da fehlen noch Signale. Da fehlt eigentlich noch alles, ja. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich es schon gesagt habe oder nicht. Wenn ich es schon gesagt habe, dann natürlich ignorieren. Aber wir haben natürlich Düsseldorf etwas ausdekoriert, damit mal die Mitfahrten, damit die etwas ansehenswert sind. Und ich muss wirklich sagen, es gefällt mir sehr gut. Also wenn wir uns mal schnell hier reinhocken, das ist gerade so der Anfang, wo es schon ausdekoriert ist. Ich bin schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Oder wir hocken uns schnell hier in den ICE. So. Also wir haben hier rechts die Gebäude, wo die Schienen entlang gehen. Das ist wirklich große Sahne ist das. Ah, das Gleis ist aktuell noch blockiert. Das ist natürlich in Düsseldorf immer so eine Sache mit den ganzen Linien, die da durchfahren. Vor allem haben wir insgesamt nur zwei Gleise in jede Richtung. Also da muss man schon ein bisschen koordinieren und es sind immer noch nicht alle Linien in der Strecke aktiviert. Also das ist natürlich auch noch so eine Sache. Und wir sehen schon, es staut sich schon ziemlich weit zurück. Es wäre mal nicht schlecht, wenn es so einen Fahrplan geben würde in Transport Fever. Aber was will man machen? Ja. Jetzt lassen wir den mal schnell reinfahren, dann, weil der bekommt dann gleich grün. Da sehen wir dann rechts oben schön neben den Gleisen ein bisschen Gebüsch. Wir haben viel S-Bahn-Verkehr. Ich werde höchstwahrscheinlich auch den S-Bahn-Verkehr noch etwas runterdrosseln, weil die S-Bahnen in Düsseldorf immer ja, schon ein bisschen warten müssen und allgemein auch der Takt, also was mir Transportführer so sagt, ich habe einen Takt zwischen 3 und 5 Minuten, ist halt auch nicht wirklich ja, realistisch. Also ich möchte da dann doch schon sage ich mal, runterkommen auf, ich sage jetzt mal, 5 bis 8 Minuten. Es ist dann zwar ein bisschen weniger los auf den Schienen. Ich überlege auch teilweise bei den Fernzügen einen Zug anstatt zwei Zügen zu nehmen. Aber das muss ich alles mal schauen. Ich werde mal alle Linien anlegen und wenn es dann immer noch so Probleme gibt mit Staus und allem Möglichen, werde ich teilweise Züge runtersetzen. Aber das werden wir dann alles noch sehen. So, das ist die Ausdekorierung. Wir haben hier rechts, das soll, gut, das soll das Parkhaus nachstellen. Und hier, lieber Nico, für dich, da ist der IC nach Luxemburg. Also wenn du mal nach Düsseldorf fahren willst, hier gibt es eine Direktverbindung. Gut, das war's eigentlich von dem Übersichtsvideo. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder sonst irgendwas, lasst mich gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.